die 90 Uhr rum. Vormittags ist es nichts geworden, aber jetzt bin ich da. Und es geht weiter. Wie viele Stream ist jetzt? Vierter? Vierter Teil. Horizon Zero Dawn. So, gestern waren wir in diesem epischen Kampf mit diesen komischen Vögeln involviert. Und nachdem ich es endlich geschafft hatte, die grauenvolle Festung, die Festung meines Grauens einzunehmen. Im Sneaky Deaky Style. Was hat die Grauhabichte dazu gebracht, anzugreifen? Ich sollte mit der Person sprechen, die hier das Sagen hat. Und sie fragt sich nur, was die Grauhabichte. Also. So, mein Pferd ist nicht mehr da. Mein Schlachtboss, mein Streitboss. Wo versteckst du dich? Da. Das Ziel haben wir. Ich würde sagen, wir machen das hier weiter. Wer mich interessiert, wirklich. Ich vermute, ich bin der Klon. Also, die Aloy ist der Klon von ihr. Aber sicher bin ich mir nicht. Das wird sich zeigen. Was da wirklich abgeht. Was da wirklich Sache ist, wird sich noch zeigen. Wird auf jeden Fall spannend. Oha, sind es viele. Also ich bleib bei der Theorie, dass ich der Klon bin. Nicht, dass das die Mutter ist von mir, von der Aloy. Maschinen! Das hat die Uhr nicht gemacht. Oh! Ich dachte schon. Ich mach die Hauptkatzen. Wollt ihr mit mir den Sonnenuntergang reiten? Sagt einfach ja. Auch wenn es spul ist. Sagt einfach ja. Bin ich da irgendwie falsch abgebogen? Das ist so schön.
Oh Mann, die sind unsichtbar. Ich glaube, dass die ziemlich high level hier sind. Mit Annäherungsmine oder so das Flares. Annäherungsmine, krass. Kämpf für mich, mein Freund, was? Alter, das sind Scharfschützen. Scharfschütze. Scharfschütze. Übel. Aussieht, gehe ich gleich drauf. Das kann man schön machen. Ein hässliches Viech, komm her. Werde ich nicht. Das bringt nichts. Ich bin mein Ende. Werfen Sie mich. Ah, komm schon. Mist, ich bin dieser wirklich unsichtbar. Erstmal mit dem Brandfall. Ja, ein Brandfall sind immer gut. Alter, lass mich in Ruhe. Komm schon. Jetzt geh doch endlich mal drauf. Dafür meinen ganzen Vorrat und Trinken. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Okay, das sehen mich doch. Warum sind die Viecher? Krass, man kann sie nicht mal scannen. Da ist nur noch einer, glaube ich. Jawohl. Ich glaube, da ist noch einer da, oder? Wo ist der andere? Ich höre ihn doch. Da oben ist er. Und? Da. Was für ein hässliches Viech. Ich will auch so eine Tarnung, ist ja ewig. Krass. Ist ja OP ohne Ende. Komm her, du hässliches. Und man sieht die wirklich nicht. Das, ich finde das echt gut gemacht. Ich bin voll impressive beeindruckt. Ey, okay, vielleicht komme ich trotzdem rein. Aber nee, ich komme nicht rein.
habe die Bestie erlegt. Ist da oben ein Raptor? Ja. Rotaugenwächter. Was ist ein Rotaugenwächter? Das interessiert mich jetzt. Das ist ja kein normaler Wächter, das ist ja ein Rotaugenwächter. Was auch immer das bedeutet. Also sneaky dicky, ich leug mich da drin. Das hilft bestimmt weiter. Wie kommt man da hoch? Komm schon. Rotaugenwächter. Faszinierend. Achievement! 7 Maschinenarten überbrückt. Also wenn ihr das noch nicht habt und das Achievement handeln wollt, braucht ihr diesen Rotaugenwächter. Oder zumindest einfach 7 Arten. Tja! Nein! Also wäre ich das Viech, würde ich mich jetzt an mir röcheln. Nicht platt machen. Also hinter dem Rücks erschlagen von einem fiesen Menschen. So. Ernsthaft? Nur dein Loot, was ist denn los, Mann? Ich dachte es nicht. Langsam, langsam. Hintereingang. Secret. Secret Entrance. Nichts Auffälliges. Okay. Brutstätte Zeta. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, aber. Ach komm, machen wir schnell. Schnelles Radar, das geht sicher eine halbe Stunde. Aber ich will auch so einen Kern finden. Ich habe noch immer nicht gegoogelt, wo ich den nächsten Kern finde für die Stufe 25er Rüstung. Muss ja irgendwo sein. Ah, das sieht cool aus. Ich liebe dieses Level-Design, ich liebe es so much. Wirklich, ich liebe es. Ich mutiere zum Horizon Zero Dawn Fanboy. Schau, was hier zum Scannen gibt. Irgendein weiteres Secret? Nee, gibt's nicht. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So sieht's aus. Oh, das ging schnell auf Stufe 2. Keine Heilung. Oh, hier gibt's ziemlich viel zum Looten. Ich muss sagen, das ist so ordentlich.
Das war jetzt leicht, zum Brutstättenkern zu kommen. Okay, gleich mal. Moment, muss mich kurz um was kümmern. Beim Stream. Aber das ist gut zu wissen. Okay. Also die App, die PlayStation-App zeigt mir an, wenn jemand in Twitch schreibt. Das ist gut. Ob es andersrum geht, weiß ich nicht. Wow. Was haben wir denn da Schönes? Alter Schwede. Gebt euch das mal. Hey, ich wollte ja immer den Fotomodus ausprobieren. Gucken. So. Ja. Das ist jetzt, ein? Jawohl, das ist das, was ich wollte. Nee, Quatsch. Fokus doch. Mach mal. Quatsch. Hä? So langsam, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ach, lassen wir es einfach so. Ja, okay. Warte mal, das sah krass aus. Das ist ja so. Nee, das ist so dunkel. Ah, das ist doch schön. Was heißt kolorieren? Kräftig. Schwarz-weiß. Das E4 blassblau. Warmes Leuchten. Ah, das sieht doch fotorealistisch aus. Ein bisschen freundlich machen. Ne, es war zu viel. Und das ist zu wenig. Dann ist da. Sieht doch cool aus. Tageszeit? Als ob das einen Unterschied macht hier in der Höhle. Ja, wohl eher nicht. Okay. Interessant. Ah ja, doch, a Postcard. A Postcard. Kommt schon. Ja, oder? Das ist korrekt, oder? Oben zentriert? Achso, in der Mitte. Grüße? Aha. Vignette brauchen wir nicht. Nee, Option. Ja, und jetzt soll man hier... soll man hier jetzt die Screenshot-Funktion von Dingsbums nutzen, von PlayStation oder was? Machen wir mal einen Screenshot. Ah, dann bricht die Übertragung. Okay, Moment, ich mache einen Screenshot. Yeah, gespeichert in der Gallery.
Okay. Das ist etwas. Oh Mann. Aber hat das Spiel kein irgendwie Screenshot-Funktion? Muss man das echt über Dings machen? Über PlayStation? Okay, machen wir das weg. Herzchen, nichts. Machen wir nochmal ein schönes Screenshot. Sieht doch gut aus. Ja, das lang gedrückt hätten beim Dings. Läuft doch. Schöner Screenshot. Oha, der schönes Loot, wie es aussieht. Ein krasses Vieh. Joa. Reisen wir schön rum. Ja, einmal über das. Ehrlich gesagt, das ist ziemlich dumm, sich abzusehen, aber ich muss ja. Loot! Ich habe mich gesneaky dicky da gekümmert, mich zuerst um die kleinen Mods. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Sehen die mich? Die sehen mich, oder? Sehen die mich? Rotes Licht bedeutet Ärger. Du gehörst mir. Nein, mach doch nicht meinen Freund platt, was soll das? Ey, er macht sie mit einem Schlag platt. Du hast mich verarscht. Das sollte für mich kein Ich brauch dir. Okay. Wir müssen jetzt diesen großen. Alter. Das muss man erst nochmal betrachten, bewundern. Diese Maschine des Grauens. Was? Was? Wie süß das Ding. So ein mächtiges Haustier. Tower. Das ist irgendwie auch ziemlich aussieht. Moment, bevor ich jetzt hier. Ich muss nochmal gucken, weil ich weiß echt nicht, ich will diese blöde Kapsel. Ich zeige euch gleich nachher die Rüstung. Und ihr wisst, was ich meine. Dafür brauche ich einfach die zweite. Die hat sich auch in so einer Höhle versteckt. Allerdings am Anfang war es. Stimmt, es war bei Mutter Erde. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Oh mein Gott, das geht schon los. Nein, ich bin doch zu jung, um zu sterben. Lass mich. Mist. Alter! Ich hab doch nicht mal meine Waffen ready. Mann, das war's dumm. Das macht ihm nichts, natürlich. Kann man wenigstens auf den Kopf klettern oder sowas? Ernsthaft? Übertreib's. Unter seinen Flöten, oh mein Gott! Das ist zu OP, das Viech, oder? Was soll denn das, Mann? Mit Laserstrahlen! Ernsthaft? Was zum. Ah!
Komm schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche einen Plan, jetzt war richtig gut. Also erstmal Munition aufstocken, auch nur so oder so. Ich brauche Sprengfallen. So, das ist die Höhle. Okay. Nahkampfschutz, da haben wir doch. Ich hätte gerne Tarnung und Nahkampfschutz, aber das werde ich wohl nicht bekommen. Dann Nahkampf und Feuerschutz. Klatschen wir es drauf. So, ich brauche Fallen. Schockfallen 7, 8. Das reicht eigentlich. Hier wäre ein bisschen was. Klasse. Habe ich alles verbaut. Brauchen wir zwar momentan nicht, aber können nicht schaden. Können wir noch hier drüber starten. Scheint gleichmäßig. Obwohl, wir haben genug. Das reicht ja locker. So, dann. Später. Jetzt schaue ich mir erstmal an, was das für ein Viech ist. Das ist ja jetzt ein bisschen Schwachstelle. Donnerkiefer. Krasses Viech. Oh ja, eine große Auswahl. Oh Mann. Klingt auf jeden Fall nicht gut für mich. Und Schwäche natürlich keine. Ja, das ist schon mal das Wichtigste an einem Endboss. Endboss, auf jeden Fall einem Dungeon-Boss. Schwäche keine, klasse. Gibt gut Zeug, das Ding. Ich komme hier leider nicht mehr hoch. Kann ich denn von oben platt machen, dass es nicht fällt? Kommt man hier irgendwie hin? Nee. Einmal unten kommt man nicht wieder hoch. Wenn ich beide auf meine Seite ziehen würde. Hey! What the fuck? Was ist das für ein Bug? Ich will den auf meiner Seite. Ich könnte den großen echt nicht ablenken. Nein, das Lummel ist schwer. Ich hätte das Problem, ich könnte hier den großen Eis gut abnehmen. Aber das wird wohl nichts. Heilkräuter. Kann ich schauen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird wieder so ein
kann er nicht besiegen. Nicht mit der Ausrüstung. Ich muss mich dringend um meine Ausrüstung kümmern. Das wird jetzt nichts. Zwei von dem. Fast geschafft. Machen wir einfach mal überall ein bisschen Wasser. Ich laufe eh in Richtung Deckung. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Das Viech hat ewig viel los. Das ist halt richtig viel los. Wir haben die paar Fallen nicht wirklich interessieren. Das macht ja nichts. So, noch hier. Aber hier gibt es auch nichts. Also von wegen der Umgebung, dass ich da irgendwas machen konnte. Ja, das wird ein Kampf David gegen Goliath, Aloy gegen Donnerkiefer. Ich bin so gut vorbereitet, wie ich kann. Jetzt gebe ich mir noch ein Stückchen. Verschiedene Tränke. Und dann geht's los. Komm auch noch drauf. Und das geht auch nochmal. Mann, die halten echt nicht lange. Und los. Und los geht's. Und wir machen es fest. Ja, genau, zieh mal einfach mal her. Komm. Muss man richtig schön festmachen. Keine Ahnung, wie viel. Wie kann man das eigentlich festigen? So. Das interessiert ihr nicht mal. Ein Punkt, jetzt musst du mich verarschen. Also ich muss oben die Schütze ausschalten auf jeden Fall. Oh Mann, das kommt! Oh, das ist groß und hässlich. Oh Mann, ey. Ja! Jetzt reicht mich so mal. Hier los. 90 Damage. Das ist viel zu wenig. Dann werde ich ja nie fertig. Ja, da kommt doch jetzt ein. Alter. Nee. Das hat keinen Sinn. Statterlich irgendwas von Level 20? Also irgendwas habe ich falsch gemacht mit meiner Ausrüstung. Irgendwas habe ich, wenn das hier Stufe 20 ist. Mal gucken. Nein. Was jetzt? Hä? Zeta, Stufe 20.
Stufe 20. Ich bin Stufe 21 und habe nicht mal annähernd eine Chance gegen ihn. So wird das nichts. Ich würde sagen, ich loote hier. Nee, geht nicht. Nee. Das hat keinen Sinn. Da muss ich wohl weg escapen. Escape from Zeta. Ich mach ein neues Spiel draus. Das nenne ich Escape from Zeta. Ja, das hat keinen Sinn, dieses Viech zu fighten. Dann lieber mit der Loot hier. Daddy das. Da Loot. Ist auch immer wieder interessant, wenn man drauf geht, welche Sachen gespeichert werden und welche nicht. Ich hab die ja schon geliebt. Also das ist hier auch nichts mehr. Komm ich hier wieder raus? Oder bin ich jetzt hier getrapped? Ernsthaft? Ja. Ist ganz schön übel. Also, wo wollte ich hin? Ich wollte ursprünglich... Nee, doch, schon was anderes. Stimmt so. Da oben hin. Genau. Ja. Das ist doch mein Weg bis dahin. Ich habe das nie geblickt hier. Dann funktioniert das nicht. Egal wo ich bin. Im Kampf. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nein, du hast mich nicht gesehen. Glaub mir, du hast mich nicht gesehen. Ach, komm schon. Was, das Vieh folgt mir? Ist nicht wahr. Ey. Ja, wie penetrant ist das denn? Ja, das ist für ein Stalker-Vieh. Ich kann es mir nicht mehr folgen. Hier geht's nicht. Niemals. Komm, glitsch mich daran. Oder nicht. So, das heißt, ich muss hier wieder. Ja, muss ich. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr? So weit vom Noraland entfernt. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort.
Okay. Wer ist er und woher weiß er das alles? Elisabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Nur ein paar kleine Änderungen. I'm the Jäger. So. Jetzt geht's auf. Hier ist ein Bandit. Banditenlager. Tja. Ich habe aber keinen Bock aufs Banditenlager. Echt nicht. Das wird nicht die Stürmer aufscheuchen. Ey, ey. Ich bin aber einig. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Ich höre einen Donnervogel über mir. Genau da, wo er gesagt hat. Eine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Was habe ich denn Schönes bekommen? Noch ein Seilwerfer? Ups. Ein guter Ding hatte ich ja. 50. Bringt mir gar nichts. Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Eclipse, wie er gesagt hat. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die Alten, vergraben in der Erde.
Sneaky dicky like. Diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. Mein Stein zurück. Ja, damit. Sneaky dicky stealth. So, wo müssen wir dann? Hä? Ernsthaft? Ich muss mich da also durchschlängeln, ne? Okay. Ja, was sein muss, muss sein. Der hat mich gesehen. Wir müssen auferstehen, bevor der Boden wieder friert. Autsch, was ist das jetzt? Alter, nicht schon wieder. Schnell schießen kann, da trifft man nichts. Stirb, Abtrünniger! Oh, mein Pferd mit mir. Mein treuer Begleiter, mein treues Schlachtross. Möge der Schatten dich verzehren! Oh, jetzt reicht's aber. Was? Komm schon, das war ein Headshot. Nee, so geht das nicht. Ich brauche einen Bogen. Starker Schneefall. Der so stark ist wie dieser hier, nur mit Feuer. Feuer scheint ja echt das Effektivste zu sein für die meisten Gegner. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Du siehst. Ich hab sie! Oh Mann! Gesagt, du siehst mich nicht. Gibt's daran nicht zu verstehen? Ne? Oh nee, nicht so eine. Ein Verderber. Das könnte schwierig werden. Oh, ernsthaft. Wie sie alle kommen und geiern. Oh oh, da sieht es gleich. Wie sie alle hier so. Wow! Alter, geh mal weg. Weißt du was? Ja, warten Gänsemarsch, geht weg. War wohl doch.
hätte das gedacht. Ich bin stolz auf den Tor. Ah, Mist. Und nur noch 5 Steine. Das nützlichste Tool. Und nur 5 davon. Ja, und warum läuft er nicht? Alter, willst du mich verarschen? Ich bin eine Lady! Warum tut er mir weh, Mann? Was ist auch los? Das war ein Kampf-Bitch, aber trotzdem. Kein Grenze auf das Süße. Explosion. Kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Das ist wirklich leichter. Leute, ich suche mir immer die größten Gegner aus. Ich habe einfach keinen Bock, die Nebenquests zu machen. Scheint, das müsste man doch ein bisschen leveln. Oder zumindest rumkommen, um Chance zu haben. Mir fällt gerade was auf. Ich könnte. Nee, der ist. Den kann man nicht übernehmen. Ich bin verdorben. Mist. Hier liegt eine Leiche. Schlauer Junge. Komm runter. Komm schon. Wäre doch cool, wenn man es wie bei, wie heißt das Spiel, wo man die, eigentlich auch 007 oder so, wenn man die Leichen durchschleppen könnte. Ja krass, okay, ich probier's jetzt einfach sneaky-dicky-like und,
Mehr kann man nicht machen. Hast du einen Stein? Ich werde mal nachsehen. Da alle auf dem Dorf, genau, der ist Menschen gewesen. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl seine Schwachpunkte sind? Was? Das ist hier die Falle des Todes für alle. Ich lock die einfach alle hierher und dann. So. Nein, ey, wie kann man da. Hast du mich jetzt. Der Treffer hat dem Ding richtig wehgetan. 120, 200. Das ist gar nicht so schlecht. Hab sie! 30 Kopfschüsse. Erfolg. Wundervoll. Wow, mal gucken, ob der noch mal geschafft. Ja. So, jetzt muss ich nur das Viech da irgendwie platzen. Geschafft. Das war jetzt. Die Dinger haben es in sich. Ernsthaft? Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Das war jetzt ein bisschen zu leicht. Nein, nicht. Mein Stein. Ich und mein Stein. Ich und mein Stein. Ich und mein Stein. Steini, Steini, Stein. Ich hab meinen Stein. Ich hab meinen Stein. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Überleg mal, sie hätte sich das Ding an den Kopf gesteckt. Was zur Hölle war das? Alles? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Mein Loot. Gib mir mein Loot.
Gib mir mein Loot. Komm ich da hoch? So schon mal nicht. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay, dann halt nicht. Kein Loot. Aber da oben gibt's noch. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Da. Das richtig sparen und dann kaufe ich mir bessere Ausrüstung. Und ich google jetzt einmal. Sobald ich den Stream beendet habe, nachher google ich direkt, wo ich diese zweite diesen zweiten Behälter finde, um die Level 25 Ausrüstung zu holen. Erinnert mich irgendwie an Tomb Raider. Die Szene. Als er da auf dem Schiff ist oder in diesen alten. Identity-Scan wird durchgeführt. So, jetzt schon wieder. Oha. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Krass. Ich sag doch, sie ist der Klon. Sie ist ein Klon, ich wusste es. Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? Okay. 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Krass. Ich finde es so interessant, Mann. Science Fiction. Aber nichts zum Scannen, sonst gibt es ja doch irgendwas zu scannen in den Dingern. Kann es nicht sein. Da, das ist eine aktive Konsole, komm schon. Mehrfach verschränkte Wellenformen, Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben, also haben wir das auch geliefert.
Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut. Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Wach. Gibt's ja kaum was zum Scannen. Das ist so. Hallo. Ein Tuchbringer. Loot. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Faro Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Faro setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Faro Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Ja. Sie haben also den Fokus gebaut. 25. Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt. Und Geräte. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Ja, dann sollte ich mir das mal anschauen, ne? Hören wir uns das mal an. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Quantenverschlüsselung, Black Quartz, Sicherheit. Ne, das war das, was wir schon angehört hatten. Das ist neue Zeug, dachte ich. Interessant. Ja, so ein bisschen Hintergrundstory ist schon gut.
Ja, ja, im Militär. Immer Geld, Geld, Geld. Okay, das heißt, es gab schon damals. Jäger. Das kann ich mir irgendwann mal. Das gebe ich mir irgendwann mal. Die Notizen. Ich möchte diese Geschichte leben, spielen. Nicht lesen. Das muss für ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Faro Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffen? Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier nicht irgendwo ein verstecktes, versteckten Raum gibt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Noch ein Einsturz, aber ich sollte durchpassen. Aber das ist wohl so. Okay. Als könnte ich hier hochklettern. Und da? Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Autsch. Ihr geht's gut, ihr geht's gut. Ach, das ist da, wo ich vorher hergekommen bin, okay. Ich will jetzt nicht nochmal rumlaufen, was soll denn das? Komm schon. Und jetzt? Hä? Was soll denn das jetzt? Leute, ich stuck hier irgendwie fest. Ja, geht doch. Ich dachte, das wäre mit. Wahrscheinlich war es auch ein Aufzug, aber. Hä, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich will jetzt nicht nochmal rumlaufen, was soll denn das? Nimm mal das. Oh, jetzt läuft's. Augen auf.
Mehr kann ich nicht tragen. So, dann. Was war denn das jetzt? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also. Nee, das geht so nicht. Ich kann dort nicht hin. Ja, bin ich jetzt blind oder was? Da komm ich auch nicht durch. Hä? Da geht's auch nicht durch? Leute, ich bin verwirrt. Ah. Geschafft. Nein, ich nehme nicht den offensichtlichen Weg. Das wäre doch langweilig. Ich muss mich ein bisschen umsehen und gucken, ob es was zu scannen gibt. Ich hab Bock auf Story. Vorratskiste. Hier gibt's gar nicht. Nicht mal irgendein Tipp, der hier mal verreckt ist. Ja. Das kann ich gut gebrauchen. Aber es gibt das hier. Sorry, wenn ich euch langweile, aber das muss jetzt sein. In einer ruhigen Minute gebe ich mir den ganzen Text, den ganzen Sprachnachrichten. Bilde mich weiter, wie es in diesem Spiel in der Story so in dieser Welt so ausgesehen hat. Bevor die große Katastrophe passiert ist. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. So sieht's aus. Ja, ich glaube, dann haben wir alles hier. Ganz weiter. Oh! Echt nichts zum Scannen. Okay. Nicht? Ja, doch, ja, vielleicht. Der FSP 5 Kopesh ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das ihrem Budget und ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Naja. Was war da Schönes? Der BOR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Das sind die Dinge. Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufkleber für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Ja, bla bla bla. So, faszinierend. Faszinierend ist es auf jeden Fall. Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an Titanfall. Ein bisschen. Es wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Das Obeck macht es mir nicht leicht. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Das ist halt voll Prince of Persia-Style. Aber vom Feinsten. So, ich muss da hoch. Das heißt, hier gibt's Loot. Loot. Komm, geh da rüber. Ey. Nein, Mann. Da rüber. Was willst du? Frost klebt auf meinen Wimpern. Hä? Was war der andere Aufgabe? Ich bin jetzt gerade irgendwie in Loot-Laune. Muss ich. Oh, Autsch. Muss ich einfach mal sagen. Ihr müsst mein Loot. Meine Loot-Gehörigkeit aushalten. Es tut mir leid. Was ist so? Ich will wissen, wo es hier lang geht. Spitten scheinen keine Rolle. Hä? Ah, okay. Beide Wege. Alle Wege führen zum Ziel. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor-Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, dass wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter, so haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Okay. Also schon wieder irgendwas, was durchgedreht ist, weil irgendjemand irgendwelche Fehler gemacht hat. Budgeteinsparung, bla bla bla. Nicht sauber gearbeitet. Ja. Was gibt's hier schon wieder? Da geht's weiter und. Hier geht's irgendwie ziemlich weit nach oben. Hier haben wir doch ein Special.
hier geht's eindeutig nicht weiter. So, irgendwo hin. Wo? Hä? Okay, doch. Ja, auch interessant, dass ich mehrere Wege hingebracht habe. Oder angebracht habe, wo man lang gehen kann. Okay. Die Sache ist ja die, ich habe hier nicht vor, das Spiel nochmal durchzuspielen. Oder? Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Oder nochmal hier lang zu gehen. Deshalb scanne ich jetzt einmal alles. Nimm mir die Zeit, hier zu looten und zu scannen. Und brauch ich nicht nochmal machen, dann habe ich alles. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Stellt euch das mal vor, wie das damals hier gewesen sein muss. Ah, faszinierend. Faszinierend. Über den Wolken, wortwörtlich. Krass. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elizabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation. Das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du? Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Okay. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter,
Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmelis. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das? Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreiben? Und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz. Du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Naja, was ist davon übrig, ist, oder? Das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Ach. Wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also,
Was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal. Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist, ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst.
Elizabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Faszinierend. Ja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Machen wir ein paar Screenshots. Es schneit nicht mehr. Jetzt wird auch nicht mehr so viel gelootet, versprochen. Aber es wird auch mal Zeit. Ich suche jetzt den nächsten Speicherpunkt, wo man speichern kann. Und dann ist mal Schicht im Schacht für heute. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Uah. Oh mein Gott! Was soll das jetzt? Die Hände müssen mitziehen. Keine Munition. Mann, was soll das jetzt? Ernsthaft? Spritzt mir ins Gesicht. Was ist hier los, Mann? Alter, lass mich in Ruhe. Was ist los? Überall. Was geht? Dann hier ab. Oh, Mann. Was ist denn das jetzt? Voll nicht damit gerechnet. So. Also. Jetzt geht's zurück zum. Ah, jetzt geht's dann. Zum DLC. Okay, das ist die Story. Ja, machen wir doch morgen weiter. Jetzt gehe ich aber erstmal zum Speicherpoint. Sie sehen dich nicht. Das ist nicht genauso. Also Leute, ich hoffe, ihr habt's genossen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Die Story mitzubekommen, ohne selber zocken zu müssen. Einfach abschalten zum nächsten Zuhören. Ja, und ich würde sagen, bis morgen, bis zum nächsten Stream. Haut rein, macht's gut, euer Best Noob.